Toro, Schneefräsen. Steht auch nochmal. 8 HP, hat gehabt. Näheres sag ich noch. Genau, 8-3-2. Ist das. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Vorne. Brutalste Schnecken, was ich bis jetzt gesehen habe. Also Panzerungen drinnen. Also Tengetriebe. Mit Getriebe, Öl und neben dem Fett. Also Flanschlager hinten, genau. Trompeller da drinnen. Die Teile da, die hat wahrscheinlich nicht so oben verbogen, die gehen eigentlich so aus, wahrscheinlich. Schauen wir von da. Wie schaut es denn aus? Das vielleicht wieder ein bisschen lackieren oder so, dass es schnell leichter fleckt. Schutz versteht man einfach so mit dem Griff da. Hier ist die nach Kurbeln. Sau geil. Genau, es gibt es nur, da haben wir einfach die Gänge. Da haben wir einfach rein. Und so weiter. Da ist Gas. Und das ist das Geilste, die zwei Knöpfe da. Wenn man beide reindrückt, hat man eine Differentialsperre. Wenn man nur den reindrückt, dann fährt es so rum. Und wenn man nur den da rein drückt, fährt es so rum, also ist so eine Panzerlenkung oder eine Lenkhilfe, wie man sagen soll. Da unten ist noch die Kupplung für die Fräsen vorne, für das Fräswerk selber. Genau, das geilste ist der Ding. Edelstahlauspuff, ab da, von da bis da ist Edelstahl und nochmal. Sehr geil. Vielleicht ein Käfer in Drill oder so irgendwas. Genau, wie habe gesagt. 8 HP. Was ja anscheinend einmal gehen lässt. Das Viech hat Eife. Eife Brüchse. Da schaut man aus. Da ist der Schock. Da jetzt glaube ich ganz rein. Zum Starten dann. Das einzige, was mir nicht so gefällt, er ist nur da geschraubt und da hängt er in der Luft, weil die anderen so liegen. Ja, jetzt sieht man's. Jetzt weiß ich wahrscheinlich da so Halterungen rein. Schrauben da zusätzlich, oder dass der nicht einmal ausreißt. Das sieht man auch nicht besser, wie so wurscht. Genau. Gucken wir mal. Das aus. Also, Schock ist hier drinnen. Egal. Ich will nur mal da, wo wir mal einstellen.
funktioniert auch noch nicht so richtig, aber... Genau. Killer-Tor. 32 Inch Breit. Das sind noch gute 80 cm. Genau.